So, da sind wir wieder. Kurzes Päuschen, wie gesagt. Naja, wir sind jetzt quasi auf uns allein gestellt. Im letzten Part sind ja Duncan, der graue Wächter und der König von Ferelden gestorben. Durch Verrat. Und, naja. Seht ihr? Verrat kann ich nicht Hier sagen. ist euer grauer Wächterfreund. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht. Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davith hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Nun, wir können ja schlecht alle grauen Wächter auf einmal sterben lassen, oder? Na? Irgendjemand muss sich ja um diese dunkle Brut kümmern. Es war schon immer die Pflicht der grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Aber wir haben die dunkle Brut bekämpft. Der König hatte sie schon fast besiegt. Warum hat Loghain das getan? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Alistair ist hier der echte Häftlingskampf gegen Verderbnis Flemeth. Ja, was ich sagen wollte, also Verrat war es ja schon irgendwie, aber in der heutigen Zeit würde man wohl sagen, unterlassene Hilfeleistung. So würde ich es nennen. Ja, helft uns im Kampf, genau. Ich? Ich bin nur eine alte Frau, die in der Ja, Wildnis lebt. ich würde ja gern Ich glauben. weiß nichts über die Verderbnis oder die dunkle Brut. Also, wo auch immer Loghains Wahnsinn herkommt, er sieht in der dunklen Brut offensichtlich nur eine geringe Bedrohung. Wir müssen alle warnen, dass das nicht so ist. Und wer wird euch glauben? Ich. Oder wollt ihr Loghain davon überzeugen, dass er sich irrt? Er hat gerade seinen eigenen König verraten. Wenn Al-Emon wüsste, was ein Ostagar getan hat, wäre er der Erste, der seine Hinrichtung fordern würde. Ich stelle gerade fest, ich habe bei einem meiner Parts Ostagar falsch geschrieben. Ich habe, glaube ich, ein R noch hinzugefügt, wo gar keins ist. Aber okay. Mal so am Rande. Ich schätze schon. Al-Emon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Kaelens Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Landing. Natürlich, wir könnten nach Redcliff gehen und ihn um Hilfe bitten. Natürlich, die Verträge. Die grauen Wächter Ja, können die Hilfe der Zwerge, Verträge. der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Also, Sie wie sind gesagt, das Spiel verpflichtet, ist sehr gegen eine Verderbnis dialoglastig. beizustehen. Aber das Ich macht's bin nicht vielleicht alt, schlechter. aber Zwerge, Elfen, Magier. Dieser Ar-Emen und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Redcliff und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Dann seid ihr also bereit? Ihr seid bereit, graue Wächter zu sein? Na?
Nein, nein, ich danke euch. Ihr seid hier die grauen Wächter, nicht ich. Also, bevor ihr geht, gibt es noch eine Sache, die ich euch anbieten kann. Der Eintopf kocht, werte Mutter. Werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Genau. Wie schade. Was? Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher. Danke, Aura. Ihre Magie wird euch nützlich sein. Außerdem kennt sie die Wildnis und kann euch an der Horde vorbeibringen. Habe ich kein Mitspracherecht? Nö. Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Oha, sie mitzunehmen. Wir wurden gerettet und sie bezahlt uns dafür. Das ist schön. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme? Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige. Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Auch mich. Ich verstehe. Und ihr, Wächter? Versteht ihr auch? Ich gebe euch, was mir das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf. Na sicherlich. Mache hinne, Mädel. Ich stehe zur Verfügung, graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Diesen Satz werdet ihr noch bereuen. Mag sein. Liebe süße Mutter, wie freundlich von dir, mich einfach so hinauszuwerfen. Ich werde diesen Augenblick stets ehren. Ich habe immer gesagt, wenn etwas getan werden muss, mach es selbst. Sonst musst du es dir 10 oder 20 Jahre lang vorwerfen lassen. Es ist nur, wollt ihr sie wirklich mitnehmen, nur weil ihre Mutter es sagt? Nun, das ist wohl richtig. Die grauen Wächter haben immer aller Orten nach Verbündeten gesucht. Na, es freut mich sehr, dass ihr zustimmt. Leb wohl, Mutter. Vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was. Viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Ich meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes. Ja, 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 das finde ich nämlich. Und hier, ihr seht, so je nachdem, wie wir uns entscheiden mit unseren Antworten, mögen unsere, naja, Mitstreiter uns mehr oder weniger. Und zum Beispiel jetzt wie diese Mischung, Morrigan und Alistair, weil Alistair ist ja auch Templer, hat ja Magier gejagt in dem Sinne. Vielleicht nicht unbedingt so eine wie Morrigan, aber er hat eine ganz andere Herangehensweise. Wenn ich jetzt mal andere Magier in der Gruppe mit habe, zum Beispiel Abtrünnige oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so in der Sinn eingeht. Das ist immer ungehalten, da lässt er immer so ein paar Spitzen los. Das finde ich halt, ja, Gruppe sammeln, natürlich wollen wir weiter. So, denn Ostagar gibt's nicht mehr. Lemetzwitte. Was da gerade für feine Fesseln stammt, noch aus den alten Zeiten des Reichs von Tiefinder. Ah, nach Lodering. Ja, so ist die Reiseroute aufgebaut. Auf längeren Routen kann dann zwischendurch zu Kämpfen kommen. Dennoch. Verlogenes Arschloch. Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt.
Kackvogel. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostagar verloren haben. Und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten, aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostagar? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Mein Handeln diente stets der Sicherung von Fereldens Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört. Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht, von niemandem. Ben Tegan, bitte! Eure Majestät, euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg, wenn Eamon hier wäre. Ben Tegan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, eure Majestät? Ja. Aufwachen, die Herren! Wir haben hier weitere Reisende, die unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Oh ja. Ich würde sagen, dieser Bursche ist ihr Anführer. Sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Vielleicht sollten wir sie passieren lassen. Ja, nicht jeder sieht gleich aus, ne? Gegrüßt, Reisende! Wegelagerer. Ich nehme an, sie plündern die, die vor der dunklen Brut fliehen. Sie sind verrückt, sich uns in den Weg zu stellen. Ich erteile Ihnen eine Lektion. Na, aber sicher. Euch. Ist das eine angemessene Art der Begrüßung? Es kostet euch nur lumpige 10 Silberlinge. Dann könnt ihr weiterziehen, wie es euch beliebt. Was habe ich dir gesagt? Keine Wagen. Und der hier scheint bewaffnet zu sein. Oh, er hat sogar Augen. Für jeden, Hanrik. Deshalb nennt man es Wegzoll und nicht, sagen wir mal, Flüchtlingsabgabe. Oh, ich verstehe. Selbst wenn ihr kein Flüchtling seid, müsst ihr dennoch bezahlen. Na, sowas. Vergesst es, ich bezahle. Ach, nee, ich will nicht bezahlen. Ich kann nicht sagen, dass ich erfreut bin, das zu hören. Wir haben ja, ich weiß. Regeln, müsst ihr wissen. Na, genau. Dann werden wir eben eure Leiche plündern. So sind die Regeln. Na, wenigstens hat er Regeln. Ich glaube, er hat eigentlich am Anfang gar nichts gebracht, aber wir können sie trotzdem mal machen. Hat er gesagt, er sei ein grauer Wächter? Nein, alter Mann, hat er gesagt. Die den König getötet haben? Es heißt, sie seien Verräter an Ferelden. Eigentlich ist er immer nicht so gut. Hat ein beachtliches Kopfgeld auf jeden von ihnen ausgesetzt. Was sagt ihr, Jungs? Mit einem Kopfgeld in dieser Höhe könnten wir uns zur Ruhe setzen. Lasst uns Helden des Königreichs werden! Ja! Jawohl! Wir versuchen doch nur über die Runden zu kommen, bevor die dunkle Brut uns einholt. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin ein Verbrecher. Ich gestehe. Verzeiht mir. Viel schlimmer, ihr seid auch Deserteure. Ich übergebe euch den Behörden. Ich könnte sie jetzt natürlich töten, den Behörden übergeben. Je nachdem halt, wie ich mich entscheide, wirkt sich das halt auf meine Mitstreiter aus. Morrigan ist da, glaube ich, eher mehr finsterer Herkunft, sage ich mal. Also, die hat da nichts dagegen, wenn wir den hier die Schädel einschlagen würden. Aber Alistair ist dann schon wieder so dieser kleine, edle Tempelritter da, Buffens, du weißt schon.
Ich gehe, ja. Es gibt hier keine Behörden, nur die Templer. Und die würden mich hinrichten. Ja, so habe ich gerade was mit den Templern gesagt. Und freundlich, okay. Macht Witze, oder? Ich könnte nie ein Soldat sein. Ich könnte jetzt natürlich auch noch sie wegschicken. Ich werde nicht kampflos abtreten. Shit. Komm, komm. Oh. Also ich bin froh, dass ich jetzt Morrigan in meiner Truppe habe. Weil die ist so ziemlich mit einer der besten Magierinnen, die wir anfangs bekommen können. Ich glaube, es gibt auch gar nicht viele. Gibt es auch gar nicht allzu viele, die wir bekommen können an Magiern. Es wird dann noch eine kommen, die haben wir schon in einem der vorigen Parts kennengelernt. So viel kann ich schon mal sagen. Die, die es gespielt haben, wissen es bestimmt. Aber lassen wir uns überraschen. Und wenn wir dann in unserem eigenen Lager sind, können wir dann nämlich auch mit unseren ganzen Typen hier reden und interagieren halt. Das mit dem, was ich vorhin gesagt hatte, Geschenke machen und den ganzen Bibabubs. Dann werde ich auch definitiv einen Charakter besonders gut behandeln, weil... Wir sind ganz in der Nähe des Dorfes. Naja, weil wenn es jetzt weit ist, werdet ihr das sehen. Und uns zu unterhalten. Ah, ihr habt also doch beschlossen, wieder zu uns zu stoßen. Euch aus Trauer in eure Klinge zu stürzen, war wohl zu viel verlangt, oder? Ist meine Trauer so das meine ich, die verstehen sich halt so gut. Habt ihr noch nie jemanden verloren, der euch nahe stand? Nee. Was würdet ihr denn tun, wenn eure Mutter stirbt? Vor Ende meines Lachanfalls oder danach? Genau, sehr gruselig. Vergesst, dass ich gefragt habe. Ja, ich weiß. Ich habe nur nachgedacht. Kein Wunder, dass es so lange gedauert hat. Ich verstehe schon. Morrigan. Und jetzt stellen wir schockiert fest, dass ihr in eurem ganzen Leben noch nie einen Freund hattet. Ich kann durchaus freundlich sein, wenn ich will. Aber der Wunsch nach mehr Intelligenz bringt noch keinen Erfolg. Wie auch immer. Wir sollten jetzt erst einmal darüber reden, wo wir überhaupt hinwollen. Ich werde danach, genau, erstmal nachdenken. Wir müssen uns ja erst entscheiden, wenn wir im Dorf waren. Wir können das Lager abbrechen, sobald ihr bereit seid. Naja, ich bin die ganze Zeit schon bereit. Ich will ja nur weiter. Ihr haltet mich da auf mit euren Dialogen. Kann ich gar nicht verstehen. So, hier. In dem Dorf werden wir etwas länger verweilen, weil... Ja, genau, weil... Naja, weil ich es noch nicht sagen werde. Ihr werdet es dann schon mitkriegen. Ich euch zu beantworten, bitte. Weil das halt so ist. Habe ich eine Wahl? Von den zwei verbliebenen grauen Wächtern seid ihr der Dienstältere. Das sollte kein Problem sein. Ältere. Es ist seltsam, dass ihr dem anderen die Führung überlasst und selbst nur hinterdrein trottet. Das findet ihr also seltsam, ja? Ihr beugt euch einem neuen Rekruten. Ist das bei den grauen Wächtern so üblich? Oder handelt es sich um eine persönliche Entscheidung? Was wollt ihr hören? Dass ich mich lieber unterordne? Genauso ist es. Ihr seid sehr abweisend. Könnt ihr euch nicht in ein Gebüsch verziehen und dort einfach sterben? Das wäre sehr freundlich. Besten Dank. Das habe ich gemeint mit den Dialogen untereinander. Das ist dann je nach, wem man mitnimmt, bei sich hat, weil wir kriegen, glaube ich... lass mich überlegen. Also wir haben jetzt, die drei sind ein fester Bestandteil unserer Gruppenmitglieder. Alistair, Chef und Morrigan. Gibt halt, glaube, lass mich lügen. Ich glaube, insgesamt haben wir dann 8 Leute, wo man dann immer nur 3, also das ist jetzt die maximale Anzahl an Mitstreitern, die wir mit uns mitschleifen können. Ja, genau. Und da können wir halt dann immer mal ein bisschen wechseln. Natürlich müssen wir die anderen Mitstreiter erstmal finden. Ja, so
Finden kann man sagen, ja. Finden ist das Richtige. Und natürlich gibt es ja noch so kleine gewisse Dinge, wie man auch Mitstreiter bekommen kann, also dass sie sich einmal anschließen. Deswegen habe ich gemeint, wir bleiben hier in Lothringen, ja, bleiben wir etwas länger. Hier da, wenn ihr einen sicheren Unterschlupf sucht, muss ich euch warnen, ihr werdet keinen finden. Ja, du mich auch. Das ist nur eine Vermutung, aber jedem in Lothringen scheint bewusst zu sein, dass die Horde der dunklen Brut sich nähert. Wir werden hier auf jeden Fall noch einige Quests erfüllen. Mutter. Das sollte kein Problem sein. Ich werde aber. Naja, stimmt. Da kann ich das eigentlich ganz gut unter den Hut bringen. Da müsst ihr euch das nicht mehr antun. Hast du meine Mutter gesehen? Hau ab! Wirklich groß und hat rote Haare. Wir leben alle auf einem großen Bauernhof. Böse Männer mit Schwertern sind zu uns gekommen und meine Mutter hat gesagt, ich soll so schnell ich kann ins Dorf rennen. Und das habe ich gemacht. Sie sagte, sie ist direkt hinter mir, aber ich habe gewartet und gewartet. Ich kann sie einfach nicht sehen. Er ist gestern mit William zu unseren Nachbarn gegangen, aber er kam nicht zurück. Warum nicht? Warum sollte sie mich hier allein lassen? Aber sie muss einfach kommen. Ah, ja. Er hat gesagt, ich darf mit niemandem mitgehen. Ich soll hier im Dorf auf sie warten. Ein ganzer Silberling? Ja, ich habe heute Spendierhosen an. Jetzt macht das Brücke frei. Du bist ein freundlicher Mann, wie mein Vater. Ich sollte jetzt meine Mutter suchen. Ach, jetzt willst du deine Mutter suchen. Du bist doch doof. Junge, du bist doch doof. Ja, denn hier die Questtafel. Lasst uns ein paar Botengänge erledigen. Ja, das werden wir auch machen. Entscheid weiter und uns ein paar Kupfermünzen. Jo. Überall Banditen. Annehmen, wird alles angenommen. Werden einige Aufträge natürlich sein. Auch hier innerorts gibt es noch einiges zu erledigen. Ja, das Böse wird uns. Was das Böse auch immer macht, kann nicht gut sein. Ich habe nichts für dich. Ja, ne, mein Maraden. Starrst du mich so an, du Flohfell? Merkst du nicht, wenn du nicht erwünscht bist? Hast du dich gestern mit diesem Ritter? Was wollt ihr von mir? Schon gut. Ich wollte eigentlich nur die Kiste plündern. Aber woher sollen wir denn wissen, wo die Urne der heiligen Asche ist? Ja. Ich muss ja gleich fragen, wie man zum Mond kommt. Der Raumfahrer fragt der NASA, die wissen, wie man zum Mond kommt. Das ist auch noch ein Questgeber. Ach ja, naja, das wäre jetzt. Die Truhe werde ich noch nicht knacken, weil die, sage ich mal, questgebunden in ihr dem habt Sinne. Eure Ausbildung zum Templer also weil, nicht gerade genossen? Damit meint ihr wohl mich, richtig? Gibt's hier noch andere, die bei ihrer religiösen Schulung versagt haben? Ich habe nicht versagt. Ich wurde von den Grauen Wächtern rekrutiert. Und wenn ihr nicht rekrutiert worden wärt, was wäre dann geschehen? Ich wäre zu einem sabbernden Wahnsinnigen geworden, hätte die oberste Klerikerin erschlagen und in Unterwäsche die Straßen von Denerim unsicher gemacht. Diese Selbsterkenntnis steht euch gut zu Gesicht. Das sind Kunden. Es würde euch gefallen. Nee, mit Questgebunden meine ich, wenn wir der Frau helfen, was wir denn dann halt bringen sollen oder so, wandert das quasi in der Kiste. Das heißt, wir bestehen uns dann selbst. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Seit unser guter König Kaelin von uns gegangen ist, sind hier Flüchtlinge und Soldaten durchgekommen.
Ich bin hier die Älteste und habe alle Hände voll damit zu tun, sicherzustellen, dass die Flüchtlinge nicht mit Diebstählen oder Schlimmerem anfangen. Sir Bryant bei der Kirche kümmert sich um die Verteidigung und Ähnliches. Er kann vermutlich mehr mit Leuten wie euch anfangen. Der Kiefer macht mir Angst. So viel zu tun. So wenig Zeit. Genau, wie kann ich euch behilflich sein? Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Könnt ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen? Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch. Und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Mehr als gewöhnliche Pflanzen. Questgegenstand. Na Quatsch, Quest aktualisiert, erhält mal Gegenstand. Können wir jetzt hier gucken, oder? Gucken mit Augen. Müsste ja dann hier alles dabei sein. Oh, wir haben so viel Scheiße dabei. Das werde ich aber dann bestimmt erstmal offscreen machen. Definitiv hier. Das müsst ihr euch nicht mit antun, wenn ich hier das Inventar dann alles verkaufe. Oder die Leute mal ausstatte mit ein bisschen mehr als nur einem Holzschwert. Na gut. Ach ja, hier haben wir natürlich fertige die Umschläge an. Die älteste Miriam hat dich gebeten, dein Kräuterwissen zu nutzen, um einige schwache Wundumschläge für die verwundeten Flüchtlinge in Lothering anzufertigen. 3 Umschläge müssen ausreichen. Genaue Hinweise findest du in ihrem Aushang. Das ist doch ja Aushang. Naja, alles klar. Ist mir wurscht. Ist mir Hubatz. Oh, da ist noch ein Fass. Wird erledigt. Alles mitnehmen. Allison. Who the fuck is Alice? Ach, hier liegt ja auch noch was neben der Brücke. Warum hab ich gar nichts gesagt? War nur Papier. Da ist ja auch noch was. Jetzt hört's aber auf. Goldene das ist zum Beispiel so ein Geschenk, seht ihr ja, und das kann man, wenn man dann alle Mitstreiter zusammen hat, kann man zwar jeden das Geschenk machen, aber nur eine Person hat immer ein bestimmtes Geschenk, verschwindet, ich kann verlieren, höchste Auswirkung. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Oh, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft? Nee, warum sollte ich euch helfen? Streicht den Zusatz klein, denn sind die Leute etwa ärgert, weil ihr Geschäfte machen? Hatte ich nicht den Profit erwähnt? Der interessiert mich aber nicht. Wucherpreise für Dinge, die die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Na, hoffentlich sind sie wasserdicht. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe ihr merkt schon, hier geht's schon ein bisschen in die finstere Richtung bei Morrigan. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu. Profitgeier! Ich gebe euch 100 Silberlinge, wenn ihr mir diesen Pöbel vom Hals schafft. Fangt am besten mit dieser Priesterin an. Ich bin einfach nur ein ehrlicher Händler. Oh. Machen ruhigen. Bin doch schon wach. Könnt ihr in Ordnung, diejenigen, die euch kein Blut verschwinden, habt ihr nicht den Eindruck, dass ihr etwas Kugelos vergeht? Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie genau wie die Banditen vor dem Dorf. Die sind schon weg.
Ja, ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge. Sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier. Ja. Das würdet ihr nicht wagen. Ich verschwinde hier. Und wer will mich dazu zwingen, sie hier zu lassen? Ihr? Ich hoffe, die dunkle Brut erstickt an euch wertlosem Gesindel. Ich nehme an, es war unvermeidbar. Der Erbauer stehe uns bei. Ja, ja, das ist halt... Ich glaube, da hätte es noch einen besseren Weg gegeben, das Ganze, naja, glimpflicher ausgehen zu lassen. Aber ich glaube, hier hängt das wirklich viel von den ganzen Frage- und Antwortspiel ab. Wie man auf was reagiert, wie man antwortet. Wenn man da nicht aufpasst und mal das Falsche klickt, dann ist die Antwort schon wieder eine ganz andere, als eigentlich das gewünschte Ergebnis ist. Aber nichtsdestotrotz mache ich hier erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, dass wir uns dann doch im nächsten Part wiedersehen. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein paar Dinge erledigen. Ja, und dann sage ich erstmal bis später dann, ne? Macht's gut.